So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Beim letzten Mal waren wir in diesem Raum hier und ich bin dort unten irgendwie hingekommen und kam nicht mehr hoch. Deswegen musste ich mich jetzt offscreen wieder hier hinarbeiten, aber das war ja zum Glück nicht so viel, da viel für die Sequenz für Darunia draufgegangen ist. So, heute wollen wir endlich ins nächste Stockwerk dieses Dungeons kommen. Und ich weiß nicht, ob ich den Stein nochmal runterschieben muss. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay. Nochmal hoch mit dir, Link. Mein Gott, Link. So. So. Die schießen wir mal eben ab. Sehr schön. Ja, wir müssen den Stein nochmal dahin schieben. So, einmal hier runter, wenn es geht. Und dann schieben wir den Stein nochmal dahin. Hat halt folgenden Grund. Der Stein wird dann nach oben befördert und wir können uns auf den Stein stellen, ohne dass uns das Feuer wehtut. Deswegen können wir jetzt hier uns draufstellen und dann geht es gleich hoch. Sehr schön. Und so geht's auch wieder runter. Und wir haben keinen Schlüssel. Das heißt, ich habe irgendwo was vergessen. Das heißt, wir müssen zurück. Wir müssen leider zurück. Aua. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis der Stein wieder da ist. Wir kommen hier nicht durch, weil wir keinen Schlüssel haben. Wo habe ich einen Schlüssel vergessen? Das ist halt das Doofe. Ich brauche halt unbedingt die Karte. Ich brauche unbedingt die Karte. Gab es hier oben vielleicht irgendwo einen Schlüssel? Ah, ich schau mal. Wie gesagt, ich kenne den Dungeon nicht so gut. Ich habe hier nicht so oft gespielt wie andere Dungeons vielleicht. So, hier oben ist ja nichts mehr großartig. Ah, meine Güte. Wie komme ich darüber? Wie komme ich wieder zurück, ohne dass ich in diese Lava falle? Ich kann mich daran festhalten, aber es wird mir auch nichts bringen. Ja, er gehört auch nicht zu meinen Lieblingsdungeons. Ich kann nicht springen. Okay, gehen wir mal auf der anderen Seite runter. Nein, du sollst runter. Herab. Er hält sich automatisch wieder fest. Das heißt, ich muss jetzt langsam runter. Es muss doch irgendeinen Weg geben, hier runterzukommen. Oder da wieder rüberzukommen, ohne in dieses Feuer zu fallen. Ich kann mich da auch nirgendwo festhalten. Ja, es geht. Langsam, aber es geht. Okay, das heißt, in diesem Raum musste ich noch irgendwo einen Schlüssel verstecken, den ich vergessen habe in der letzten Folge. Und ich glaube, ich habe sogar die Idee, wo. So. Schauen wir mal, wo uns das Ding hinbringt. Okay, hier sind nur irgendwelche Krüger. Ah, können wir wenigstens unsere Pfeile auffüllen. Jetzt hätte die Frage, wo könnte ich was übersehen haben in diesem Raum? Da drüben kann ich... Vielleicht kann ich mit einer Bombe oder was machen. Ach, das geht runter. Ja, läuft. Läuft mal wieder bei mir, läuft bei mir. Verschwinde, Fledermaus. Okay.
Das ist nicht mein Dungeon, definitiv nicht. So, ich guck mal, ob ich mit einer Bombe hier was regeln kann. Weil das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt, wo wir weiterkommen könnten. Weil das andere ergibt für mich wenig Sinn. Ja, sehr gut. Denn da ist eine Tür und deswegen müssten wir hier auch noch einen Goron finden. Sehr schön. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Lass mich dir als Dank dafür etwas verraten. Einige Schalter dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt aktivieren. Das Relikt der Goron kann dir dabei behilflich sein. Ja. Alles klar. Da ist er weg. Und hier müsste ein kleiner Schlüssel drin sein. Es ist wirklich, glaube ich, das erste Mal so, dass wir in einem Dungeon sind und überhaupt nicht, ja, die Karte oder andere Sachen relativ schnell bekommen, sondern wir schon ein bisschen uns das verdienen müssen mit den ganzen Schlüsseln hier am Anfang. Aber naja. Na schauen wir mal. Jetzt sollte es aber wirklich weitergehen. Ich will euch natürlich auch ein bisschen was zeigen. Ich weiß gar nicht. Kann ich auch den Stein klettern, wenn der unten ist? Nein. Okay, das heißt, ich muss hier hoch. Ich halte mich bei diesem Raum jetzt eigentlich schon viel zu lange auf, als ich eigentlich will. Eigentlich sollte das nur so eine kleine Passage sein, um ins nächste Stockwerk zu kommen. Aber irgendwie sieht das Spiel das anders. So, weg mit euch, bevor ihr mir Ärger macht. So, Stein, komm runter. Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Das ist mir noch nie passiert, ich schwör's euch. Dass ich einfach diesen Stein verfehlt habe beim Absprung. Aber dieses Let's Play zeigt mir ja auch immer wieder, wie unrecht ich in manchen Dingen habe. Man denkt, man kenne das Spiel gut und naja. Dann kommen andere Sachen. Ah, ein paar Herzen nehme ich gerne. So. Ja, okay. Warten wir nochmal, bis der Stein wieder unten ist. Nein. So. Man muss nämlich in der Luft zurückdrücken. Ansonsten springt man über den Stein. Sehr schön. Und jetzt können wir endlich weiter. Oh, das war auch... Oh nein, jetzt kommen diese Feuerdinge. Muss mal gucken. Ging das mit den Pfeilen? Dann kann ich nur das Feuer mit ausmachen. So, die geben mir halt Magie. Vor allem. Ja, ja, jetzt hat das Ding mich gesehen. Lass mir Ruhe. Folgt es mir hier runter? Nein. Ah, geh mir aus dem Weg. Nein, hoch mit dir. Alter. Stirb einfach. So. Ich merke schon, wie dieser Dungeon mir nur Probleme macht. So. Sehr gut. Eigentlich mag ich das Spiel. Es ist sogar eins meiner Lieblingsspiele, aber hin und wieder treibt es mich zur Weißglut. Frag mich nicht, warum das so ist. Es ist einfach so.
So, war das überhaupt richtig? Ich glaube, ja, so kommen wir da rauf, ne? Ich erinnere mich daran, genau, dass ich glaube, mit einer Bombe konnte ich das ganz gut machen. So, hier hoch. Hat leider nicht gereicht. Versuchen wir es mal hier. Das Feuer da oben muss nämlich ausgehen. Genau. Aber es bleibt nicht aus, deswegen schnell. Das kann man halt mit allem machen. Das kann man auch mit Pfeilen versuchen und mit dem Enterhaken. Aber ich finde, der schnellste Weg ist irgendwie mit der Bombe. Oder der sicherste Weg. Okay, wo bin ich jetzt? Oha. Wow. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich gehe mal hier so einer Seite lang. Okay, ich höre eine Skulptur, aber die scheint über mir zu sein. Wow. Okay. Folge ich dir mal. Hier ist eine Tür. Ah, noch ein Corona. Sehr schön. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Du hast mich gerettet. Dafür offenbare ich dir ein Geheimnis. Hast du Feuer gefangen? So schwinge dein Schwert oder rolle dich über den Boden. So löschst du es schnell. Okay. Hätte ich wahrscheinlich eh gemacht. Aus Verzweiflung mal eben schnell A gedrückt. So. Aber ein neuer Schlüssel. Und man merkt halt so langsam, okay, dieser Dungeon ist Schlüssel. Hat einen Fetisch für Schlüssel. Okay, roll mal vorbei, dann mache ich hier auch weiter. Ich finde, ich weiß nicht, warum, aber aus irgendeinem Grund finde ich es leichter, hier durchzukommen, wenn man so die Seiten abgeht. Willst du mich verarschen? So. Oh, das war ganz böse. Das war ganz böse. So. Okay, hat noch gezählt. Okay. Wo sind wir hier? Ah, hier gibt es eine große Kiste. Endlich! Endlich die erste große Kiste. Am Ende des zweiten Parts des Dungeons. Yay, wir haben endlich die Karte. Sehr schön. Wir haben die Karte. Dann schauen wir nochmal. Dieser Dungeon hat nämlich 5 Stockwerke. 5 Stockwerke und wir haben noch nicht so viel erkundet. Da kommt noch ein bisschen was. Dementsprechend, ja. Ich würde sagen, das ist ein guter Spot, um die Folge zu beenden. Weiß gar nicht. Hier hoch kann ich nicht. Nee, da könnte ich nur runter. Naja, wie dem auch sei, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr wissen wollt, was es mit dem Raum hier noch so auf sich hat, dann, ja, bleibt dran und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn ihr Zeit und Lust habt. Und hinterlasst doch der Folge ein Like, denn das hilft uns ungemein. Und ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also macht's gut und bis dann.